I'm probably going home on Friday. Yay! Hallo, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe übrigens gerade meine Haare gemacht, beziehungsweise das ist ein großer Tipp von mir, falls ihr eure Haare ausfetten möchtet, weil ich bin gerade dabei, ich versuche meine Haare auf 3 bzw. 4 Tage nicht waschen zu trainieren, weil nach 2 Tagen ist bei mir eigentlich Schicht im Schach. Aber ich habe sie gelockt, das könnt ihr ja schon am zweiten Tag machen. Und dann dieses Haarband einfach drauf. Und die fettigsten Stellen sind ja immer hier und hier. Und so sieht man es nicht. Und ich finde die Frisur voll fresh. Auf jeden Fall mache ich mich gerade ready, weil ich mit einer Freundin was heute Abend mache, weil eine Freundin von mir Geburtstag hat. No worries, no big party. Ich mache trotzdem jetzt so einen Test in der Apotheke. Einfach weil, auch wenn man 0 zu 5 ist, es ist trotzdem scheiße, wenn am nächsten Tag jemand so sagt, ja, ich habe Corona. So, wie gesagt, ich bin jetzt in Paris alleine, 99% der Zeit in meiner Wohnung alleine. Ich hatte auch schon Corona und ich hoffe, dass ich, wenn ich jetzt einmal was mit 5 Leuten mache, dass da nichts passiert, you know. Auf jeden Fall wollte ich auch meinen Kleiderschrank ein bisschen ausmisten, beziehungsweise einfach aufräumen. Durch dieses ganze Umziehen nach Luxemburg, Paris, ist das mega chaotisch und ich weiß nicht mal, was ich habe. Und das werde ich jetzt ein bisschen organisieren, weil ich brauche auch irgendwie einen Top für heute Abend und ich finde einfach nichts. The weirdest vlog ever. Jetzt zeige ich euch erstmal meinen Kleiderschrank. Ich habe jetzt ein bisschen aufgeräumt. Also ich weiß, da sieht es nicht so aus, aber hier, hier und da. So. I'm probably going home on Friday. Ja, was soll ich sagen, ne? Macron spricht am Mittwoch, also der französische Präsident. Das bedeutet Lockdown und diese Gerüchte gab es jetzt schon länger. Und ich werde nicht alleine hier im Lockdown bleiben, safe nicht. Das heißt, es geht wieder ab nach Hause nächste Woche, beziehungsweise diese Woche am Freitag. Ich versuche euch jetzt die Woche noch so gut wie möglich mitzunehmen, damit ich ein bisschen mehr Paris-Content habe. Ich mache ein kleines Live-Update, bevor ich mir Essen hole. Ich sehe jetzt eine Freundin wieder, nur kurz, weil danach muss ich Hausaufgaben machen, weil ich dieses Wochenende absolut null gemacht habe. Freunde der Sonne, ich kann nicht sagen, mir geht es mental einfach so bruh. Aber nicht gut. Ich habe auch jetzt vor kurzem Samiras Video geschaut, kann ich euch hier ihren Kanal einblenden, falls ihr sie noch nicht kennt. Ihr müsst sie aber kennen durch die Christmas-Reihe. Es ist wirklich so, das ist so eine Ungewissheit momentan und ehrlich gesagt finde ich es halt auch so schlimm, dass so meine Uni, die kann uns einfach nicht in Ruhe lassen. So, ich habe ja am Donnerstag meine letzte Klausur geschrieben und letzte Woche war schon wieder so voll im Gange. Meine Profs sind so, komm, damit wir ein bisschen vorarbeiten, hat die eine noch am Freitag eine Vorlesung hochgeladen von 3 Stunden, obwohl wir schon eine Vorlesung von 3 Stunden hatten. So, ich denke mir auch so, könnt ihr bitte mal einfach einen Gang zurückschalten? Es ist nur einer von meinen Profs, die wirklich Rücksicht genommen haben. Er hat die Hausaufgaben minimiert und seine Masterstudenten eben gefragt, ob die Schülern helfen können. Also ich habe mich da jetzt nicht gemeldet, aber trotzdem finde ich das eine gute Initiative und es nervt mich einfach so. Lass mich einfach mal in Ruhe. Ich habe dieses Wochenende, ich habe so viel zu tun und was habe ich gemacht gestern? Ich lag den ganzen Tag im Bett, habe die ganze Staffel Wings geschaut und war einfach nur am Ende. So, die Motivation ist einfach weg und es bin eigentlich nicht ich. Oh, es nervt, ich bin einfach so pissed. Mir ist gerade nicht mal zum Heulen zumute, sondern ich bin einfach nur pissed. Okay, rant is over. Also irgendwie dieses Gevlogs, das ist momentan nicht so meine Stärke, ne? Ich habe bei Desi, das ist eine Instagramerin, ich habe sie durch ihre Zwillingsschwester kennengelernt, also gefunden. Desi und Nisi. Und sie hat ein Closet. Sie hat ein Closet-Zelt gemacht und da habe ich mir eine Jacke gekauft. Das ist die Marke Isabelle Marron Étoile. Also die günstigere Marke von Isabelle Marron, natürlich noch immer teuer. Und die ist etwas besonderer, aber ich glaube, das wird voll nice sein, so für den Frühling, damit ich mal eine Abwechslung habe zu einer Lederjacke. Und es gibt voll den Vibe, finde ich. Finde die so nice. Freue mich mega darüber. Ja, sonst hatte ich gerade Englischklasse. Mag ich nicht so. Jetzt werde ich die Küche aufräumen und kochen. Beziehungsweise mir einfach irgendwas zu essen machen. Also ich werde hier jetzt nicht großartig kochen, weil, wie gesagt, ich fahre am Freitag wieder nach Hause. My friend, die liebe Anna. Falls ihr sie nicht kennt, which I don't understand, aber ja. Was ist das gerade? Ich mache mir gerade Würstchen in diesem Teil hier. Kennt jemand von euch das? Weil in Bulgarien wird das voll oft benutzt, beziehungsweise bei mir in der Familie. Ich weiß es nicht, ob das so ein generelles Ding ist. Ich habe das auch aus Bulgarien mitgebracht. Das ist so ein
ultraschneller Ofen. I don't know. Mit so einem Ding. Und wir machen zu Hause immer die Würstchen da drin. Mein Papa hat die gekauft und jetzt muss ich die essen, weil ich werde sicher nicht Fleisch wegschmeißen. Beziehungsweise überhaupt Essen wegschmeißen. Ich esse aber nicht viel Würstchen. Ich habe die jetzt einfach vorgekocht, damit ich das nur einmal sauber machen muss. Essen ist echt nicht Instagrammable, aber das ist Reality. Hummus, Senf, Brot, getoastet, Würstchen, Oliven. Also eben Reste essen. Abwasch dann. I swear, das ist so das Allerkrasseste, wenn ich das sofort abends mache. It's done. Und jetzt muss ich Wäsche aufhängen. Love that for me. Good morning. Schwerer Start in den Tag. Null Bock. Apropos Motivationslosigkeit. Ich merke das krass dran, dass ich morgens nicht mal aufstehen will. Ich bin immer ein Mensch, der locker flockig um 6 Uhr aufstehen kann. Wenn ich um 10 Uhr schlafen gehe, und das mache ich. Sorry, meine Augen sind irgendwie anders groß gerade. Ich möchte nicht mal aufstehen, es ist mir so egal. Ah, Leute. Corona nimmt mir gerade meine Lust am Studium. Ich werde nicht aufhören. Also ich habe nie ernsthaft darüber nachgedacht, mein Studium abzuwaschen. We're going to get through it. Meiner Pause, also weil es ist eine 3-Stunden-Vorlesung, zubereitet und weil ich hatte da 15 Minuten. Das ist einfach nur Kartoffeln, Zwiebeln und Falafel. Jetzt habe ich die Falafelpackung auch endlich hinter mir. Ich habe eine ganz kleine Portion Porridge um 11 gegessen, weil ich sonst zu viel Hunger hätte und auch wenn ich intermittent Fasting mache, ich versuche wirklich nicht, mich hungern zu lassen. Wisst ihr, was ich meine? Und jetzt esse ich das und dann lese ich meine Vorlesung, weil um 1 habe ich meine Haftungsrecht-Übung. Und da lese ich immer noch mal meine Vorlesung durch, falls sie uns abfragt. Ich denke jetzt ein bisschen aus dem Haus zu gehen. Einfach damit ich noch ein bisschen was von Paris sehe, bevor ich wieder nach Hause muss. Hello. Good morning. Ich habe mich gestern noch gemeldet, aber ich glaube nicht, dass ich das in Video schneiden werde. Ich war sehr traurig gestern. Ich habe sehr viel geheult. Ich habe mich ziemlich überfordert gefühlt mit der ganzen Situation. Diese Hoffnungslosigkeit, dieses Lernen. Und nicht mal Lernen, es ist einfach Abgabetermine ohne Ende. Ich bräuchte nur eine Woche ohne Uni. Ohne dass ich 100.000 Mails und Profs bekomme, dass ich das machen muss. Und ich weiß, ich bin nicht alleine, aber das macht es nicht besser. Ich bin so ein Mensch, ich stelle mich nicht gerne neuen Sachen. Und ich jetzt muss jetzt in einem Fach was Neues machen und das überfordert mich komplett. Und das führt dazu, dass ich einfach im Bett liege und schlafe und nichts mache. Um nicht Reality zu facen, obwohl die Tage vom Abgabetermin, aka Friday, und heute ist Mittwoch, immer näher kommen. Und ich starte jetzt mal meinen Tag mit lauwarmem Wasser und Zitrone. Kaffeekonsum reduzieren. Heute habe ich mich wieder an den Tisch gesetzt, nicht im Bett. In der Hoffnung, dass es dann besser wird. Peace out, ich melde mich nachher. Dieser Vlog ist wie meine Gefühle gerade a mess. 7 Uhr morgens, ich habe mich fertig gemacht und ich fahre wieder nach Luxemburg. Macron hat gestern trotzdem nicht gesprochen, also er sollte ja eigentlich sagen, ob jetzt Lockdown ist oder nicht, aber komm, ich gehe ganz stark davon aus. Seien wir mal realistisch, ich wollte dieses Wochenende sowieso nach Hause, weil meine Mom Geburtstag hat und für mich ist halt Paris gar nicht weiß. Sind einfach 2 Stunden mit dem Zug von Luxemburg, also ich bin regelmäßig nach Hause gegangen, als ich hier festgelebt habe. Ich habe jetzt mein ganzes Zeug gepackt, beziehungsweise ich habe nicht so viele Klamotten, ich habe eher Bücher. Oh Gott, es gibt schlimme Probleme als zwischen Luxemburg und Paris zu jetsetten. Nein, aber ich möchte mich hier nicht so als privileged und so darstellen, aber es ist trotzdem nervig. Und ich warte jetzt auf Vera, weil wir nehmen zusammen den Uber und dann geht's zum Bahnhof. Und ich habe heute nämlich um 2 noch eine Übung und ich wollte halt früh zu Hause sein, damit ich sicher bin, dass ich dann zu Hause bin für meine Übung. Ich habe gestern noch den ganzen Tag an einer Hausarbeit gearbeitet. Oh Gott, das ist... Und jetzt
Heißt es wieder Goodbye Paris. Es waren 12 wunderbare Wochen. Ich weiß, dass ich die zweite Woche gar nicht gefilmt habe. Ich weiß, ich war so schlecht im Film. Aber mir ging es einfach nicht gut. Und ich saß auch viel zu Hause und habe dann Uni-Stuff gemacht und so. Und ja. Leute, ich habe so einen extrem komischen Tick. Und zwar, als ich mal 9 oder 10 Jahre alt war, haben meine Eltern einmal in der Nacht vergessen, die Garage zuzumachen. Long story short, es ist jemand reingekommen, aber es ist nicht passiert, weil meine Mom irgendwie aufgeweckt wurde von meinem Bruder, weil der da noch ein Baby war und der wollte was zu essen. So, nothing happened. Seitdem bin ich low-key traumatisiert, ja. Ich habe so verdammt Angst, die Tür nicht zuzumachen, meine Fenster nicht zuzumachen, irgendwas in der Steckdose zu lassen, dass ich wirklich jeden Tag, wenn ich aus der Tür gehe, dann filme ich, wie ich meine Tür zumache. Beziehungsweise, wenn ich jetzt ganz rausgehe, jetzt, keine Ahnung, für undefinierte Zeit, filme ich mit meinem Handy die ganze Wohnung, alle Steckdosen, Heizkörper und so weiter, damit ich sicher bin, weil wenn was in meiner Wohnung schief läuft, ist es nicht wegen mir. Back with my car. Also es ist nicht mein Auto, aber ich bin wieder in Luxemburg. Bin gekommen mit dem Zug und meine Mom hat mir jetzt das Auto da gelassen, weil ich muss in die Schule von meinem Bruder fahren, weil der Gute hat heute Mittag eine Prüfung und er hat seinen Taschenrechner vergessen, den er braucht. Und ich muss ihm den jetzt bringen. Ich freue mich, weil ich habe ein paar Pakete. Ich habe nämlich mir was selbst bestellt und von meinen lieben Fave Brands auch ein paar Sachen dazu bekommen. Da freue ich mich, das aufzumachen. Ich werde euch das jetzt zeigen. Ich freue mich. Das hier habe ich mir selbst bestellt. Den Rest habe ich zugeschickt bekommen. Yay! Ich war eigentlich, also ich bin nie auf diesen Hype aufgesprungen. Wirklich nicht, weil ich finde, es sind auch Kopfhörer nur und die sind so arschteuer. Aber ich werde wahrscheinlich auch irgendwann jetzt wieder zu meinem Freund fahren und ich möchte ihn halt nicht mit meinen Vorlesungen stören und keine Ahnung, ich habe halt einfach gute Wireless-Kopfhörer gebraucht, weil die fetten, die ich habe, benutze die halt viel zu selten, weil die so viel Platz in meiner Tasche nehmen. Und ich habe jetzt bei Apple die Pro-Kopfhörer gekauft, weil ich mir dachte, also um ehrlich zu sein, habe ich die normalen AirPods einmal bei einer Freundin ausprobiert und ich fand halt die Qualität nicht so gut. Also ich fand, die Qualität war genau gleich als bei den normalen mit einem Kabel, halt nur, dass sie wireless waren. Und die sind aber schon mega teuer und dann habe ich mir lieber jetzt die Pros sofort gekauft. Die sind natürlich auch ein Stückchen teurer, aber das setze ich dann von meinen Steuern ab. Betriebsausgabe, sagen wir es mal so. Also es kostet mich noch immer Geld, aber dann muss ich vielleicht ein bisschen weniger Steuern zahlen. Ich habe die auch gravieren lassen. Ich dachte, das würde dann länger dauern. Also personalisieren, nicht gravieren. Oh nein, sie waren in einem Tag da. Richtig express. Wow. Ich muss noch, glaube ich, andere Dings da benutzen, weil die sind zu groß für meine Ohren. Jungglück. Weil ich habe darüber geredet, das ist jetzt non-sponsored, dieses Video. Ich habe mit euch schon drüber geredet in einem anderen Vlog, dass ich mich dazu entschieden habe, dieses Jahr weniger Kooperationen zu machen, beziehungsweise mein Ziel ist es einfach mit festen Firmen zu arbeiten. Und Jungglück war eine Skincare-Marke, die mich komplett vom Hocker gehauen hat, vom Konzept her. Das ist wirklich eine nachhaltige Brand, Glas und so weiter, ein junges Start, also eine junge Münchner Brand. Einfach alles gefällt mir an dieser Firma, das Konzept, die Produkte und ich bin sowas von begeistert von den Produkten, die ich benutze, besonders das Vitamin C Serum, das habe ich euch schon mehrmals gesagt. Auf jeden Fall werde ich jetzt morgen und im Februar noch eine Collab mit denen haben, also wo ich einen Code für euch habe. Könnt ihr gerne auf Instagram vorbeischauen. Ich weiß, dass so viele von euch mir wirklich geschrieben haben, dass sie das so cool finden, dass ich mit Jungglück zusammenarbeite. Auf jeden Fall habe ich mir neue Produkte ausgesucht. Ja, weil ich noch ein bisschen mehr ihre Produkte ausprobieren wollte, und zwar Rosenwasser, Mandelöl und das Aloe Vera Gel. Besonders das Aloe Vera Gel habt ihr mir so oft empfohlen. Finde ich richtig cool. Und dann Pomelo. Das ist auch eine langfristige Kooperation. Also ich bin richtig happy mit denen. Ich habe auch wieder heute meine Haare damit gemacht. Da habe ich die neuen Packagings bekommen. Das Vanilla Elixier. Das ist, schaut mal, das sieht so cool aus. Das neue Packaging finde ich auf jeden Fall noch edler so. Das ist ja mein Lieblingsprodukt, das Elixier. Gucci Elixier und Vanilla Elixier. Ja, dann habe ich das neue Handtuch bekommen. Das ist richtig cool. Das sind so. Wisst ihr? Und dann habe ich noch die neue Vanilla Boost Maske bekommen in der neuen Verpackung. Richtig, richtig cool. Danke auf jeden Fall an die lieben Brands, die mir das zugeschickt haben. Schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei wegen den Codes. Und das war's mit meinem Unboxing. Off to my brother's school. Das ist auch meine alte Schule gewesen. Hier, die gute Rechenmaschine. Manchmal frage ich mich, was der sich denkt. Auf jeden Fall bin ich so happy,
irgendwie wieder in Luxemburg zu sein. Ich habe meine Fam voll vermisst so und meine Mama hatte Geburtstag, also ich wäre sowieso nach Hause gekommen. Aber ich freue mich auch, meinen Bruder jetzt wieder zu sehen. Wie gesagt, ich habe das ja im letzten Video erzählt, ich bin so krass ein Familienmensch. Ja, was mich auch mehr freut, dass ich hier, wenn ich draußen spazieren gehe, keine Maske brauche. Also ich bin auf jeden Fall kein Corona-Leugner und kein Maskenleugner. Auf keinen Fall, also was muss, muss. Und das muss man dann noch einfach akzeptieren. Aber ich muss trotzdem sagen, ich finde diese Regel in Frankreich, dass man immer eine Maske anhaben muss, egal wie wenig Menschen auf der Straße sind, finde ich einfach so bescheuert. Ich habe heute und gestern habe ich den Podcast mit Paige Lorenz gehört. Ich weiß nicht, ob ihr diese ganze Story mitverfolgt habt, aber sie hat Armie Hammer gedatet und er ist einfach Kannibal. Also er hat so Cannibalism-Kings und es ist einfach so grauenhaft, was der mit Frauen gemacht hat. Und könnt ihr auf jeden Fall nachlesen, ist auf jeden Fall krass. Und dass es sowas gibt und sie hat einen ganzen Podcast drüber mit einer Frau, einer anderen Podcasterin gemacht. Und ich muss sagen, die andere Podcasterin, oh, das war unerträglich, das sich anzuhören. Also ich bleibe bei meinen True Crime Podcasts. I've been so bad with vlogging. Es tut mir so leid, Leute. Mein Leben ist gerade so... ich habe das Wochenende nur mit meinem Freund verbracht, deshalb habe ich mich so oder so nicht viel melden können, aber ich gehe jetzt und diesen Satz hatte ich gehofft, lange nichts zu sagen, aber ich gehe jetzt wieder ins Büro. Mit meiner Mom ist es 10 vor 7. Ich muss mein Unileben wieder in den Griff bekommen, weil die letzten Wochen war es ein bisschen drunter und drüber. Also die letzten 2 Wochen, weil nach meinem Examen war ich einfach so durch. Aber ich muss jetzt wieder alles in den Griff bekommen, so let's do this. Gerade Snacktime. Ich habe mein zweites so Stückchen Kotor schwarze Schokolade. Ich frage mich, wie viel Prozent Zucker da drin ist. Das ist so 70%ige schwarze Schokolade. Aber die schmeckt so gut für schwarze Schokolade, genau. Ich versuche auf jeden Fall wieder meinen Zucker zu verringern. Dieses Wochenende war mal wieder mit dem Zucker also ganz, ganz schlimm. Und ich kann ja auf jeden Fall sagen, sowas wie eine Zuckersucht ist ein Fact. Und es ist nicht super gesund, deswegen versuchen wir das zu verringern. Auf jeden Fall hatte ich heute Mittag einen Salat mit Brot. Jetzt sitze ich an Haftungsrecht. Ja, Haftungsrecht. Und oh, Leute, ich liebe alles dazu mit so Rechte mit Menschen und Familie und so das Familienrecht. Und ich finde das einfach so nice. Ich sitze gerade hier und ich lese mir Sachen durch und ich finde es ultra interessant. Quick Workout, 20 Minuten nur. Ich habe heute noch einen Rant auf Instagram gelassen, dass es mich so nervt, die ganze Zeit nur Stories von Apple Watches zu sehen, Peloton Bikes, so viele Kilometer laufen. Ich bin so, what am I doing wrong? Und so viele haben mir geschrieben, dass es ihnen genauso geht. Deswegen, ja, ich habe seit Mitte Dezember nicht regelmäßig Sport gemacht und das ist auch okay. Ich habe auch 100 andere Prioritäten. Das ist okay, es ist okay, es ist okay. Ich muss mich dadurch jetzt nicht fertig machen. Habe auch jetzt nichts Anstrengendes gemacht, aber es hat mir jemand geschrieben, das ist so true. Die Instagramer können nichts, oder die Personen, die das posten, können ja nichts dafür, dass wir oder viele Menschen momentan so unzufrieden sind mit mir hier im Leben. Und momentan bin ich so unzufrieden mit meinem Leben, aber es ist einfach not a good time, you know. Ich brauche meine Unzufriedenheit nicht auf sie zu projizieren, you know. Und deswegen, aber ich wollte trotzdem nochmal sagen, ihr müsst nicht so viel Sport machen. Es ist okay. Macht, wie ihr es wollt, wie ihr euch fühlt. Good morning. Das ist jetzt offiziell mein dritter Tag Waschtag-Frisur. Funktioniert eigentlich ganz gut, weil hier und da ist meine Problemzone und so. Sieht es noch fresh aus, auf jeden Fall. Heute Dienstag. Ich habe wieder noch eine Vorlesung. Und ich sehe ganz schlimmer. Ich bin relativ müde irgendwie. Ich gehe jetzt ins Büro. Wie immer. Testen. Für mich gibt es Kartoffeln mit Carpaccio und das können wir uns teilen. Ich wusste gar nicht, dass das dabei ist, aber voll nice, ich freue mich. So, ich hoffe, es kommt mir jetzt niemand direkt entgegen, weil das wäre peinlich. Ich bin gerade in einem fucking Dorf. Auf jeden Fall bin ich fertig. Also nein, ich bin nicht fertig, aber ich gehe jetzt nach Hause, weil das Wi-Fi geht irgendwie nicht mehr im Büro, weil meine Mama die Kabel durchgeschnitten hat. Komm.
creepy, keine Ahnung, wie das geschehen ist. Ich muss jetzt noch eine Vorlesung bearbeiten, glaube ich, aber ich gehe jetzt erstmal nach Hause, weil ich kann nicht alles mit meinem Data-Volumen machen. Ich werde jetzt nach Hause fahren und dann, ja, wie gesagt, noch was für die Uni machen. Und ich muss packen, beziehungsweise muss ein bisschen packen, weil ich fahre jetzt für die nächsten Tage zu meinem Freund. Mein Freund wohnt in Holland, also er studiert in Holland. Und falls mir jetzt jemand sagt, du bist die ganze Zeit nur am Reisen, bla bla bla. Nein Leute, bin ich nicht. Legit, ich fahre zu meinem Freund. Wir machen da nichts, weil in Holland ist alles zu. Kompletter Lockdown. In Luxemburg ist nicht kompletter Lockdown. In Luxemburg sind die Läden offen, Friseure sind offen, Beauty-Salons sind offen. Und ich bin legit einfach nur, ich gehe einfach dahin nur, um meinen Freund zu sehen. Also ich weiß, dass viele so sind, no traveling und so. Und das ist auch komplett richtig, aber ich habe legit keinen Vorteil, keinen so Travel-Vorteil vom Fakt, dass ich nach Rotterdam fahre. Also ich möchte damit sagen, ich sehe halt meinen Freund, das ist mein Vorteil. Aber es ist jetzt nicht, dass ich mich sonnen kann oder so, wenn ihr es, was ich meine. It's the next day. I'm all packed. Und ich wollte mich nur von euch verabschieden. I'm going to Rotterdam now. Das ist mein Outfit übrigens. Keine Ahnung, warum ich denke, ich müsste Bauchfrei tragen, aber ich hatte irgendwie Bock, was anderes wie einen Rollkragenpulli zu tragen. Und die Jeans, I'm so obsessed. Das ist die Redone, die ich mir gekauft habe. Das war's von diesem Vlog. Ich hoffe, dieser sehr unterschiedliche Vlog hat euch gefallen. Sehr unstrukturiert und ja. Das war's von diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.